Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer neuen Webinarreihe Regelmäßiges Einkommen mit Optionen erzielen. Ich freue mich sehr, dass wir hier das Thema Optionen wieder im Programm haben und das machen wir an der Stelle mit Thorsten Eberhardt, mit dem wir auch schon einige Webinare hier bei FXFETS gemacht haben. Und ich freue mich sehr, dass er auch für dieses Projekt zur Verfügung steht und mit uns das Ganze dann auch veranstaltet. Natürlich freue ich mich mindestens genauso viel, dass Sie heute live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXZ. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Seminar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie entsprechend Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist wirklich sehr wichtig und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Und bevor ich jetzt final den Monitor übergebe, lese ich hier mehrmals die Frage nach der Aufzeichnung. Also ja, technisch wird das Ganze alles aufgezeichnet und wenn es keine Probleme gibt, wird das dann entsprechend selbstverständlich zur Verfügung gestellt. So viel zu mir oder von meiner Seite. Ich gebe den Bildschirm ab und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Vielen lieben Dank, Nelson. Wir starten auch direkt. Ich hoffe, ihr könnt meinen Bildschirm hier sehen. Sehr gut, sehr gut. Dann fange ich jetzt auch direkt mal an mit der Präsentation. Regelmäßiges Einkommen mit Optionen erzielen. Das ist der Titel der Webinarreihe, mit der wir uns, also ich hoffe, alle, die jetzt heute dabei sind, werden auch die Folgewebinare mitnehmen, mit der wir uns jetzt auch beschäftigen werden. Ja, das geht ja schlussendlich darum, dass das doch eine gute Sache ist, wenn man es schafft, mit Optionen ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen. Und wir gehen heute erstmal so ein bisschen mehr in die Theorie. Wir besprechen beispielsweise auch die Gründe, warum es vielleicht doch ganz nett ist, ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen. Wir besprechen auch die Voraussetzungen, die man erfüllen sollte, um ein regelmäßiges Einkommen zu bekommen. Und last but not least, die Strategien, die werden wir auch in den fortfolgenden Webinaren dann besprechen. Aber vorab, den Risikohinweis brauche ich jetzt nicht wiederholen, das hat der Nelson gerade schon gemacht. Vielleicht noch mal zu mir, zu meiner Person. Ich denke mal, die meisten, die jetzt dabei sind, die werden mich kennen. Für all jene, die es noch nicht die mich noch nicht kennen, die können gerne auf meiner Homepage gehen. Da sieht man auch, was ich alles mache. Also ich bin definitiv Optionshändler. Ich mache das vollberuflich. Ich habe einen YouTube-Kanal und einen Club, ja, einen Optionsclub. Und dieser Optionsclub hat den Charme, wenn man beispielsweise über FXFlex ein Konto eröffnet, bekommt man 2 weitere Monate dazu. Und das nicht nur am Anfang, also bei dem ersten Jahr. Es geht generell immer in Jahresraten sozusagen. Das heißt, statt 12 Monate bekommt man 14 Monate. Wenn man dann aber verlängert, dann werden es auch weiterhin 14 Monate bleiben. Also Optionshandel ist mein Ding und hier ist auch mein Slogan, das ist den Optionshandel salonfähig machen. Das ist der Grund, warum ich das alles hier auch tue. Und schlussendlich ist aus dieser ganzen Geschichte auch das Projekt bzw. der Club entstanden. Und der Club, der bietet halt relativ viel. Wir sind eine ganz, ganz tolle Community. Man kann hier auch mal auf der Homepage schauen, was sich hier alles anbietet. Wir traden auch gemeinsam. Wir hatten jetzt beispielsweise auch im Juli ein ganz, ganz tolles Seminar, 2 Tage, kann man sich auch das Video mal anschauen. Da waren wir mit 100 Leuten, also war auf 100 Leute begrenzt, also 100 aus dem Club waren dabei. Und wir traden, wie gesagt, auch gemeinsam und die Performance, die kann man hier sehen. Unser Ziel ist es auf kurz und lang, also immer circa 1% Rendite zu erzielen, also 1% Performance ohne Kurzfrist-Trades. Was Kurzfrist-Trades sind und wie sie funktionieren, werden wir auch in den folgenden Webinaren besprechen, uns anschauen. Aber das ist das, was wir am Anfang nicht wollen. Wir wollen auch um es auf den Punkt zu bringen, das auch so konzipieren, dass das nebenberuflich alles machbar ist. Wie gesagt, geht über FX Flat. Den Link dazu, der ist auch auf der Homepage hinterlegt. Da kann man auf die Landingpage gehen und über die Landingpage dann ein Konto eröffnen. Dann bekommt man später 2 Monate Add-on.
Und ansonsten, wie gesagt, für all jene, die beispielsweise noch nicht bei mir im Club beziehungsweise beim Newsletter sind, man kann sie mich natürlich auch gerne beim Newsletter anmelden. Da werdet ihr dann auch sozusagen informiert, wenn der Nelson sein, wenn FX Flats das Video, die Aufzeichnung auch hochgeladen hat. Ja, das gucken wir uns dann gemeinsam an. Wir gucken uns jetzt erstmal an, wie schafft man eigentlich ein regelmäßiges Einkommen an der Börse zu erzielen? Und das ist jetzt auch zunächst losgelöst von Optionen. Hier sehen wir jetzt den S&P 500, also den amerikanischen Markt. Hier muss ich mal kurz den Discord-Server schließen, eine Sekunde. Den amerikanischen Markt. Und von 2011 bis 2023, also jetzt, haben wir schon eine ordentliche Rendite hiermit machen können. Die Performance liegt jetzt bei 257%. Alles natürlich schön, wenn man sozusagen all in hier zum Zeitpunkt X reingegangen wäre, was ja natürlich die wenigsten machen, sondern man kauft natürlich immer und immer wieder beispielsweise Aktien. Wenn es hochgeht, dann partizipiert man natürlich schön an die Kursentwicklung. Sowas hier tut auch weh. Das sind kleine Rücksätze, aber auch diese können schon zu einer gewissen Demotivation führen. Und wenn man dann sowas hier halt sieht, was halt immer wieder kommt, ja, wo wir jetzt auch gerade ein wenig, sage ich mal, mit einem Bein drinstecken, dann sind das natürlich Phasen, die sind nicht schön. Und die Frage, die man sich natürlich jetzt stellen sollte, ist, wie schaffen es eigentlich doch mehrere in allen Marktphasen Geld zu verdienen, also ein regelmäßiges Einkommen? Und da gucken wir uns jetzt auch mal die Gründe zunächst für ein regelmäßiges Einkommen an. Also warum will man überhaupt ein regelmäßiges Einkommen? Wenn man damit jetzt an die Börse geht und lässt jetzt beispielsweise die Aktien, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre ruhen, dann kann man schon mit einer gewissen Sicherheit, mit einer positiven Performance rechnen. Ja, das Problem ist, es ist nicht kalkulierbar und man überlässt sozusagen alles dem Markt. Natürlich hat man vielleicht den einen oder anderen Titel, der regelmäßig Dividenden auszahlt und die Dividenden auch noch steigen. Alles nice to have, aber es kann natürlich auch anders sein. Das, was wir jetzt beispielsweise während Corona erlebt haben, im Februar, im März 2020, hat ja aufgezeigt, wie schnell der Markt doch einbrechen kann. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sagen natürlich auch viele, man hat auch gesehen, wie schnell sich der Markt wieder holen kann. Beides ist leider nicht wirklich kalkulierbar. Wäre es der Fall, könnte man das natürlich in all die Algorithmen, die es gibt, auch mit berücksichtigen, ist leider weniger möglich. Gründe für ein regelmäßiges Einkommen ist zum einen natürlich der Grund, wenn man jetzt sagt, ich möchte an der Börse Geld verdienen und dieses soll auch meine Haupteinnahmequelle sein. Also wenn man jetzt Berufstrader wird, ja, dann kann man natürlich eher weniger etwas dem Zufall überlassen, weil das Geld braucht man ja, um seine Kosten auch zu begleichen. Und dann muss man natürlich auch schaffen, irgendwie ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen. Der zweite Punkt, und das war ein Punkt, der mich auch initiiert hat, beziehungsweise auch stark betroffen hat, ist eine Ungeduld. Ja, das heißt, die Ungeduld, Geld zu verdienen. Wir haben jetzt beispielsweise in unserem Club, haben wir jetzt Porsche-Aktien, die haben wir ungefähr, glaube ich, bei 49,50, also 49,50 € einbuchen lassen. Die sind jetzt bei 46, sind jetzt schon unrealisiert, ja, sind jetzt keine realisierten Verluste, aber sind unrealisiert 350. Jetzt ist es natürlich so, jetzt braucht man auf gut Deutsch wirklich Geduld und in Anführungszeichen auch das Talent, dass man sich nicht anstecken lässt von unrealisierten Verlusten. Das ist dann auch der nächste Punkt, der nächste Grund für ein regelmäßiges Einkommen. Das sind die mentalen Gründe. Ja, es ist immer schön, Cash in der Tasche zu haben. Ja, am Ende des Monats das Geld verdient zu haben und nicht unrealisierte Gewinne auf dem Konto. Ja, weil man ärgert sich, und das kann ich auch sagen, ich habe eine lange Zeit vor Corona ein ordentliches Aktiendepot gehabt und ich habe es ja live erlebt, wie es ist, wenn dann plötzlich Februar 2020 das zu so einem kleinen Crash kam, was heißt ein kleiner Crash, das war ja schon ein bisschen mehr, wie schmerzhaft das ist, dass man dann plötzlich viel Geld verloren hat. Und dann nützt es auch nichts,
als immer wieder gut zu reden und zu sagen, ja, das sind Aktien, die gehen auf lange Sicht wieder hoch. Das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht. Man hätte natürlich jetzt auch eine lange Seitwärtsphase haben können oder auch was anderes. Fakt ist, mental ist sowas eine Belastung. Und deshalb, das ist ja auch etwas, was ich immer wieder sage und das, was wir auch immer wieder machen. Wir sichern uns ab. Das heißt, wenn wir uns manche Dinge am Markt angucken, die uns signalgebend sind, dass es sinnig ist, sich abzusichern, dann machen wir das auch. Und das jetzt auch ungeachtet der 20.000er Verlustverrechnung. 20.000er Verlustverrechnung wollen wir hier gar nicht thematisieren, bin ja auch kein Steuerberater. Aber das ist halt etwas, was natürlich das Hedging ein bisschen eingrenzt, weil die ganzen Long-Optionen beispielsweise, die man dann auch verlustig hinnimmt, dass die natürlich dann auch die 20k betreffen. Und das ist etwas, was natürlich jetzt auch immer mehr zu einer Problematik führt, dass immer weniger sich jetzt absichern beziehungsweise nicht um Absicherungsgeschäfte kümmern und dann teilweise auch ja, ins fallende Messer greifen und auch nicht mehr viel machen können. Also nochmal, die Gründe sind auf der einen Seite, ich brauche das Geld, also ich will regelmäßig verdienen, weil ich damit beispielsweise meine Kosten decken muss. Stichwort Trader als Job. Das zweite ist einfach die Ungeduld, die jeder irgendwie hat. Da kann sich kaum einer von frei machen. Ja, man kann sich auch nicht eine Geduld antrainieren. Wenn das störend ist, ist es störend. Und dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige, besonders wenn es immer mehr wird. Ja, das heißt, wenn man immer größere Depots hat, dann ist es natürlich auch auf gut Deutsch mit 50 eine gewisse Lebensleistung, die man erreicht hat mit seinem Depot. Und das möchte man ja nicht in kurzer Zeit dann zunichte machen. Und der dritte Grund, das sind halt dann auch die mentalen Gründe. Unrealisierte Verluste sind zwar keine Verluste, die tun aber trotzdem weh. Und das ist das, was man halt alles nicht will. Was für Voraussetzungen für ein regelmäßiges Einkommen braucht man? Ja, ich nenne es oder ich schreibe es jetzt einfach mal hier auf, wie es sein kann oder was man hier halt braucht. Da haben wir jetzt auf der einen Seite haben wir Geld. Ja, braucht man Geld, um Geld zu verdienen? Dann als nächstes W für Wissen. Ja, hilft mehr Wissen, um auch mehr regelmäßiges Einkommen zu verdienen? Und dann last but not least, das technische Equipment. Ja, braucht man viel Technik, um auch ein regelmäßiges Einkommen zu verdienen? Wir wollen, und das ist das, was ich auch immer gerne benenne, wenn wir jetzt vom Optionshandel sprechen, wenn wir Optionshändler sind, dann ist eine Kernkompetenz, Wahrscheinlichkeitsexperte zu sein. Ja, das heißt, wir versuchen uns doch einen Vorteil irgendwie ins Boot zu holen, dass die Wahrscheinlichkeit halt groß ist, dass wir Profit machen. Ja, und wenn wir das regelmäßig machen, ist es dann auch das regelmäßige Einkommen. Jetzt gehen wir hier nochmal peu à peu die drei Bausteine durch. G für Geld, definitiv. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Geld, um Geld zu verdienen. Ich möchte jetzt auch keine falsche Hausnummer hier in den Raum stellen, aber faktisch ist, wenn man 1, 2, 3.000 Euro hat, dann ist es schwer mit dem Optionshandel, wahrscheinlich sogar unmöglich, damit ein regelmäßiges Einkommen zu generieren. Da sage ich immer, investiert am Anfang in irgendwelche einkommensgenerierenden Strategien außerhalb der Börse, damit man so einen gewissen Kapitalstock hat, den man dann auch verwenden kann. Weil das Kapital, was wir haben, das sind unsere Werkzeuge. Ja, das ist unsere Werkzeugkiste, wenn wir ein bisschen mehr Kapital haben und wir traden, wenn wir jetzt bei FX Flat jetzt ein Depot eröffnen, auch mit einem Margin Konto. Das heißt, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, nur einen Teil beim Broker zurückzulegen, einen sogenannten Fund, die Margin, und darauf können wir traden. Und wenn wir natürlich mehr Geld haben, dann haben wir natürlich auch mehr Margin und dann haben wir auch mehr Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten, die sind natürlich dann auch wichtig, wenn man in Phasen kommt, wo der Kurs jetzt nicht nach oben, sondern nach unten geht. Das sind Stichwort Reparaturstrategien, ja, und auch für diese Reparaturstrategien werden häufig
wird häufig Margin benötigt. Also mehr Geld hilft auf jeden Fall, können wir aber auf gut Deutsch ja nur bedingt beeinflussen. Ja, wir können ja jetzt nicht sagen, von wegen, wir wollen, man kann es nur mit einer Million machen. Ja, kein Problem, dann besorgen wir uns eine Million. So einfach geht das ja für die meisten, nehme ich mal an, nicht. Also ist Geld jetzt auch nicht der primäre Punkt. Das technische Equipment, ja, ich nenne es jetzt mal hier bei Namen, das heißt Computer, Bildschirme etc. Ja, natürlich braucht man schon ein gewisses technisches Equipment. Wir wollen ja natürlich auch, dass das System läuft. Das ist die Trader Workstation. Das wird ja auch von FXFlat zur Verfügung gestellt. Das brauchen wir, um hier über FXFlat zu traden. Da gibt es auch eine gewisse Systemvoraussetzung. Das heißt, man muss schon mit einem bestimmten Computer und auch Monitor ausgestattet sein. Aber ich sage es auf gut Deutsch, ob du jetzt 4 oder 8 Monitore hast, dann ist wurscht. Ja? Und wahrscheinlich, ob du 2 oder mehrere hast, ist auch wurscht. Und da gibt es auch welche, ist mein alter Kollege, der Martin Luschek. Ich glaube, der macht das immer noch mit einem Monitor, kann ich jetzt nicht empfehlen. Ich mache Minimum 2. Aber hier auch, das regelmäßige Einkommen wird auch nicht direkt beeinflusst durch ein besseres technisches Equipment. Bei uns nicht, bei den Profis natürlich, ne, wenn wir jetzt noch mal kurz überlegen, Hedging, da hört man ja auch oft Delta-Hedging, das heißt, dass man versucht, marktneutral zu sein, das heißt auf gut Deutsch, egal wie sich der Kurs bewegt, wir sind dabei, ist ein dynamischer Prozess, kriegt man als Normalsterblicher nicht hin und dieses technische Equipment, was dann die Market Maker haben, das ist ja jetzt nicht für uns machbar oder möglich, also fällt das auch weg. Das heißt, wir haben jetzt hier 2 Größen, die können helfen, sind aber nicht direkt beeinflussbar. Aber, und jetzt kommen wir zum W fürs Wissen. Das ist die Kernkompetenz. Das ist das, was du, was ihr braucht, um ein regelmäßiges Einkommen zu verdienen, um überhaupt die Börse zu verstehen, um den Markt zu sehen, um den Markt zu erkennen. Und das sind so kleine Tricks. Und das ist halt auch nicht etwas, was man jetzt zwingend sagen kann, du brauchst 3 Jahre, 5 Jahre etc. Es gibt manche Punkte, die lernt man halt so schnell. Pareto-Prinzip hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, 20% investieren und 80% an Profit mitnehmen. Dann ist man sozusagen von der normalen Raupe zu einer schönen Raupe geworden, aber dann die letzten 20%, die dir sozusagen 80% Aufwand kosten, das macht dich von der Raupe zum Schmetterling und dann sieht es natürlich anders aus. Fakt ist auf jeden Fall auch, dass die normale Raupe kein Geld verdient. Ich nenne jetzt mal die 10-90. Das heißt, es gibt ja nur 10% angeblich, die Geld am Markt verdienen und 90% nicht. Und häufig sind das halt emotionale Gründe beziehungsweise Unwissen, die dazu führen, dass man halt permanent oder relativ schnell nicht erfolgreich wird. Und wenn wir nochmal hier uns das Wissen angucken, da sind das solche Kleinigkeiten. Und wir gehen jetzt hier einfach mal in diese Grafik hier rein, in diese Chartanalyse vom SPX. Und da kann ich jetzt beispielsweise mal einen Indikator einfach dazu holen. Das ist der Volatilitätsindex. Den ziehe ich mir jetzt mal dazu. Ja, neuer Bereich. Ups, kann ich auch so lassen. Und dann kann man doch schon, etwas erkennen. Ich mache das jetzt gleich mal im neuen Bereich. Hole ich mal hier raus. Da kann man doch schon mal schnell was erkennen. Und das sind solche Kleinigkeiten, wo ich sage, die helfen schon sehr. Ja? Das ist der Volatilitätsindex. Der Volatilitätsindex, das ist die Bepreisung der Optionen auf den S&P 500. Und wenn die Preise hoch sind, dann ist man halt bereit, viel Geld für eine Absicherung zu zahlen. Wann zahlt man die meiste Absicherung? Ja, dann, wenn sozusagen das Feuer schon direkt vor der Tür steht. Und das kann man jetzt hier auch wunderbar an Corona-Crash erkennen. Ja, also hier, das war im März 2020 und da hat man einen extrem hohen WIX. Ja, das heißt, hier war so ein Punkt, wo man hätte sagen können, ey, oh Mann, so hoch war der WIX, das ist doch vielleicht ein Grund, jetzt wieder einzusteigen bei der Höhe. Und das ist etwas, was man überall und immer wieder sehen kann. Wenn große Crashes kommen, dann steigt die Vola sehr stark an. Das heißt, hier haben wir Signalgeber, die uns schon an der ein oder anderen Stelle
helfen können, um zu erkennen, wie der Markt gerade gestimmt ist. Und auf diesem Volatilitätsindex gibt es auch eine Terminstrukturkurve. Die findet man hier auf WIX Terminstrukturkurve. Mein Gott, ist hier viel gelb. Das ist ja, aber egal, die Werbung. Ich habe das versucht eben wegzumachen. Das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Egal, das ist die WIX Terminstrukturkurve. Und wenn wir uns das nochmal vergegenwärtigen, wie es im Februar 2020 bei Corona war. Gucken wir uns das doch mal hier an. Ups. Februar 2020. So, und normalerweise ist es so, dass die Volatilitäten zunehmend teurer werden, weil man weiß ja sozusagen, je später in der Zukunft ist, weniger wie der Markt tickt. Und deshalb haben wir normalerweise so eine Kurve. Das ist übrigens die Trump-Beule, da war die US-Präsidentschaftswahl. Wenn wir uns jetzt aber mal angucken, wie sich die Kurve entwickelt hat, dann sieht man, bam, am 24. Februar 2020 haben wir einen Rückschlag. Das heißt, hier haben wir eine sogenannte Backwardation. Hier ist man bereit, für kurzfristige mehr zu bezahlen als für langfristige. Das heißt, die Panik ist jetzt da. Und das ist die Backwardation und die kann man hier auch wirklich schön erkennen. Wenn wir jetzt einfach mal gucken, da, wo ist er? Machen wir mal auf Tagesbasis. So, klick, 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 gleich sind wir da. So. Und hier kann man sehen, 20. Februar, 21. Februar, und jetzt haben wir gerade gesagt, 24. Februar wurde es panisch. Bam, das war hier. Am 24. Februar hat man gesehen, es kam zu einer Backwardation. Ja, das heißt, die kurzfristigen waren teurer als die weiter wegliegenden. Das ist die Backwardation und das war halt eine Panik. Und dann hätte man hier entweder schön rausgehen können, sagen, pass mal auf, das ist mir hier jetzt alles ein bisschen zu stürmisch. Oder man hätte natürlich auch sagen können, hier gehe ich rein mit einer Absicherung. Es ist egal, was für eine Absicherung, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber hier hätte man natürlich absichern können. Und das hätte man halt dann die ganze Zeit mitverfolgen können. Ja? Und das sind solche Kleinigkeiten, die kann man sich anlernen. Ja? Also das ist einfach ein Wissenstransfer, der vieles ermöglicht, nämlich nur mit wenig Wissen, dass man dann sagt, wir haben eine Backwardation und da gehe ich jetzt beispielsweise nicht weiter rein. Also hier kaufe ich am 24. Februar, kaufe ich jetzt mir nicht zwingend für 10.000 Euro Mercedes-Aktien, ja? Sondern ich sage, ich warte hier. Oder ich sage, ich bin stark investiert mit meinen Aktien. Ich gehe beispielsweise in eine Absicherung oder ich habe schon ordentlich Gewinn gemacht. Ich verkaufe meine Aktien. Auch alles gut. Das ist der Wissenstransfer. Und was hat das jetzt für eine Verbindung zum regelmäßigen Einkommen? Ja, regelmäßig Einkommen heißt ja auf gut Deutsch, wir machen auch immer und immer wieder Gewinne. Und zu diesem Einkommen zählen ja jetzt nicht nur die Prämien des Optionshandels, sondern auch die Dividenden etc. Und wenn wir uns mit solchen Themen beschäftigen, wo wir jetzt beispielsweise auch Situationen exkludieren können, dann ist das natürlich ein Zubrot auch für unsere anderen Strategien. Ganz, ganz wichtig. Wir haben beispielsweise auch hier einen Panikbereich. Wir sind jetzt hier, heute Morgen waren wir bei drei Panikpunkten, Panikzeichen. Und da haben wir hier zum Beispiel auch als einen Panikpunkt den Volatilitätsindex. Das heißt, wenn der über 20 ist, ist der Markt schon ein wenig panisch. Ja, und das ist halt für uns einfach essentiell, dass wir halt dann wissen, ey, das ist jetzt momentan nicht mehr Happy World. Ja, also wir sind jetzt hier schon ein bisschen getriggert und wir können das schon ein bisschen näher uns anschauen. Oder den Fear and Greed Index, der ist von der CNN, den kann man sich dann auch angucken. Das sind hier viele Unterpunkte, die wurden zusammengesetzt und die zeigen halt dann an, wo wir halt panisch sind. Und jetzt kommt's.
Was machen wir denn, wenn wir jetzt hier bei 8 oder 9 Panikpunkten, also Panikzeichen sind? Dann sind das beispielsweise Möglichkeiten, in den Markt zu gehen. Das war hier der Fall. Hier an dem Tag war es der Fall. Da hatten wir, glaube ich, die volle Punktzahl der Panikzeichen. Und dann kann man hier sowas auch, wenn alles, ne, also wenn wirklich überall schlechte Stimmung ist und die ist so schlecht, dann hätte man das jetzt als Entry, als Einstieg auch nehmen können. Ja, das sind halt dann solche Punkte, wo ich dann sage, wow, hier gehe ich jetzt rein. Und wenn sich dann die Panikzeichen langsam sogar zurückentwickeln, was sie ja getan haben, dann kommen wir natürlich irgendwann auch hier in Fahrt. Und das, der eine oder andere, der hat es ja mitgemacht im Jahr 2020 und der hat halt ganz, ganz viele tolle Performance-Punkte hier mitnehmen können. Ja, aber, und dann sind wir wieder bei aber. Es gibt immer wieder solche Situationen. Und solche Situationen, die kann man halt nicht immer nur mit diesen Panikzeichen sehen, ja, weil auch oft sind Rücksetzer langsam, ja, die kommen nicht unbedingt von heute auf morgen, sondern langsam. Selbst bei niedriger Volatilität kann sowas passieren. Und da kann man sich zum Beispiel auch die Chartanalyse dazu holen, ja. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel, habe ich ja auch schon, das sind ja wahrscheinlich die ein oder anderen Kollegen bei aus dem Club, beziehungsweise die den O4W Best Indikator auch haben. Und dann sind das halt solche Möglichkeiten, die wir dann auch nutzen mit dem O4W Best Indikator. Ich nehme mal kurz ein Schlückchen Wasser. Wo wir hier so kleine Zeichen bekommen, ja, wo wir dann sagen können, pass mal auf, hier ist es besser rauszugehen, ja. Das haben wir jetzt auch, und ich mache mal Chart zurücksetzen, haben wir jetzt zum Beispiel gesehen, ja. Hier haben wir es gesehen, hier war es, ja. Dann gehen wir rein mit dem Hedge, ja. Und hier ist es ja dann auch wieder vorteilhaft. Hier war es noch früh genug, da war die Vola noch halbwegs niedrig. Und wenn wir dann eine Option kaufen, dann heißt das schlussendlich auch, wir profitieren vom Vola-Anstieg. Das sind alles Möglichkeiten, die man schlussendlich mit Wissen bekommen kann. Ja, es braucht keiner diese Indikatoren. Man kann sich mal beschäftigen, was alles dahinter steckt. Aber das sind Hilfsmittel für ein regelmäßiges Einkommen. Das sind Hilfsmittel. Und hier nochmal, das sind die Ziele, um schlussendlich auch das regelmäßige Einkommen zu erreichen. Ja, das habe ich gerade gesagt. Die TradingView, das ist die Online-Chart-Plattform, die ich nutze, für die auch die Indikatoren programmiert sind. Die werden bald auch noch für andere Tools programmiert, sind wir aber noch dran. Hier sind auf jeden Fall solche Skills wichtig. Dann die TWS. Ich mache jetzt einfach mal unser Clubdepot. Kann ich einfach mal zeigen, ist ja egal. Da ist die TWS. Ja, das ist die TWS. Da muss man sich einfach mit beschäftigen, mit diesen Themen. Ja, das werden wir jetzt in den nächsten Wochen auch tun. Ja, da gehen wir auch in die TWS rein. Ganz wichtig, die TWS ist sozusagen unsere Plattform für unsere Trades. Dann haben wir auch noch etwas, das ist jetzt hier Options Draht. Kann ich auch nur empfehlen, ist kostenlos. Ich habe da keine Verbindung zu, also keine geschäftliche. Und dann kann man sich hier das einfach alles mal anschauen. Nur sowas braucht einfach Zeit. Ja, es braucht einfach Zeit. Man muss sich mit der Thematik beschäftigen. Und das ist etwas, was ich in den letzten Tagen aber auch bemerkt habe und auch als teilweise ja, als nicht okay empfunden habe, ist, wir sind so überversichert in Deutschland mit Versicherungen, die kein Schwein braucht, ja, wo man wirklich, wo selbst der Versicherungsverkäufer sich schon fast schämt, dass er die Versicherung verkaufte, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gehen halt viele Leute viel zu schnell in den Optionshandel rein. Und wenn sie die Option im Trade eröffnet haben, stellen sie sich die Frage, wie funktioniert das jetzt? Ja, also diese ganze Funktionsweise ist ein Teil des Wissens, was man nur mit Zeit und Arbeit schaffen kann, um schlussendlich auch die Strategien umzusetzen. Und deshalb ganz wichtig, am Anfang nur einfache Strategien, wirklich ganz einfache Strategien. Und wenn es jetzt nur Bull Put und Bear Call Spread und Iron Condor, das reicht schon mal. Und dann last but not least die Entwicklung von Routinen. Das ist schon etwas, was ein bisschen
was ein bisschen schwieriger ist, aber das kriegt man halt dann auch hin. Ja, das sind solche Dinge. Sind da inzwischen halt Fragen? Ich gucke mal eben kurz. Bis jetzt nicht. Sehr gut, bis jetzt nicht. Also, long story short, das regelmäßige Einkommen, das kriegen wir hin, indem wir uns mit dem Markt, mit dem Wissen beschäftigen, dass wir das dann halt auch wirklich sehen, was da passiert. Eben schon genannt, da gibt es viele kleine Punkte. Das ist das, was wir in der nächsten Stunde, also in dem nächsten Webinar, nächste Woche da besprechen werden. Da gucken wir uns die Punkte an, die man beim Markt sich anschauen sollte, um halt auch ein Gefühl zu bekommen, gehe ich jetzt rein, gehe ich jetzt nicht rein. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Die Voraussetzungen, auch gerade schon besprochen, die sind wichtig. Wichtigste hier ist Wissen. Und last but not least, das ist halt auch etwas, was wir in den darauffolgenden Stunden machen. Wir gehen eins zu eins die Strategien durch. Ja, das heißt, wir gucken uns an, was für Möglichkeiten gibt es. Es gibt so vieles. Es gibt nichts, was man nicht schaffen kann, mit Optionen. Nur, wir müssen uns natürlich dann auch angucken, wie wir das alles auch umsetzen können. Ja, da sind wir beim nächsten Punkt. Genau. Das war es, unsere Aufzeichnungen, die sind jetzt immer kurz. Wir machen es jetzt immer so eine halbe Stunde, 45 Minuten. Und wie gesagt, heute erstmal das Grundgerüst besprochen. Nächste Woche gucken wir uns an, was muss ich mir auf den Markt angucken, um zu sehen, ist da jetzt ein guter Zeitpunkt oder ist es ein weniger guter Zeitpunkt. Okidoki. Nelson. So, ich sollte natürlich schon mein Mikro auch anmachen. ja, dann haben wir es soweit. Fragen sind nicht aufgekommen. Wenn Fragen im Nachgang dann natürlich aufkommen, dann gerne auch an uns weitersenden. Wir leiten das weiter oder besprechen das entsprechend nächste Woche. Und von meiner Seite vielen Dank für die Teilnahme. Wünsche natürlich einen erfolgreichen Tag noch, eine erfolgreiche Woche. Würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Und vielen Dank, Thorsten. Und wie immer hast du das Schlusswort. Ja, vielen Dank, lieber Nelson. Wir machen noch eine Agenda für die folgenden Themen, die wir dann halt auch abarbeiten werden. Das ist halt dann ganz wichtig. Wichtig ist, dass wir uns einfach mal darum kümmern, wie wir regelmäßig es schaffen, ein Einkommen zu generieren. Wie kann ich beispielsweise den Cashflow planen? Und wie tiefgründig muss ich das Ganze angehen, um schlussendlich auch, ich sag's mal so, mit einem überschaubaren Aufwand auch ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Danke und bye bye. Ciao.